Was machen denn all meine Tier-3-Subs hier? Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region zu eröffnen, die Arena-Challenge! Bereit für die Eröffnungszeremonie? Willkommen zurück zu Pokémon Shit Randomizer Nuzlocke! Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Wie willst du das bloß schaffen? Komm, melden wir uns an. Okay. Hey, eine Oma macht auch mit? Respekt. Ja, man muss versuchen, jung zu bleiben, ne? Oh, sogar auf Gangster macht sie. Hey, was geht mit dem ab? Hey, seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Das war keine Oma? Weird. Na egal, melden wir uns an. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Delion hat euch beide als Teilnehmer an der Arena-Challenge empfohlen? Dann müsst ihr wirklich großes Talent haben. Oder ihr habt seine Nudes gefunden, die er mit Sania aufgenommen hat. Scharf beobachtet. Mein Name ist Hop. Vor ihnen steht Delions kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo? Was? Wow. Einen Moment bitte. Ich muss kurz drauf klarkommen. In Ordnung. Ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsstet ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Okay, dann nehme ich mal die 12. Alles klar, trage ich sofort ein. Trag bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi-Inn auf unseren Nacken übernachten, aber ist ja auch nur ein 2-Sterne-Hotel. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich im Knospi-Inn ein. Hoffentlich ist das Buffet nicht befallen von E. coli-Bakterien wie bei mir in Ägypten. Wäre jedenfalls ganz geil, muss ich sagen. Aber ja, lass uns doch erstmal gucken, was wir so für Gegner haben. Dieser Typ hier ist zum Beispiel keine Oma, wirklich? Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwinde. Ja, also sympathisch ist er jetzt nicht. Sie hier sieht noch besonders aus. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Ja, doch, die ist nett. Alle anderen, basic. Kriegen wir hin, oder? Die besiegen wir. Und dieses Großmaul, diese Oma, die hast recht. Du bist Arena Challenger Domina, oder? Zum Knospi-Inn geht's hier lang, wenn du mir bitte folgen würdest. Als ob ich den Weg nicht finden würde. Aber okay. Auf geht's. Ab jetzt haben wir auch die Möglichkeit, den Rest der Stadt zu erkunden. Dies ist das Knospi-Inn, Domina. Tritt ein und ruh dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Alright. Gehen wir erstmal rein. Den Rest können wir auch später erledigen. Und hier drin ist es ziemlich cool. Oh, hi Kids. Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Hey Sonia, was machst denn du hier im Hotel? Ich bin natürlich nicht mit deinem Bruder in einem versteckten Zimmer verabredet. Nein, ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Stummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Galar-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Ja, okay.
Diese Statue? Wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferungen zufolge einst die Galar-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gern seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Wenn du dich kurz fasst. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert und dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Sie schafft es schon. Danke. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwo werde ich eine heiße Spur finden. Sagt mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? Sonst kriegt ihr nur noch die ranzigen Einsternzimmer. An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sania. Oha, jetzt aber schnell. Oh nein, die ganzen Geringverdiener sind schneller. Lasst mich durch. Ole, ole, ole. Meine Kollegen von Team Yell und ich sind extra angereist, um unseren Lieblingstrainer bei der Arena-Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir dir leider sagen, dass wir dich und deine Pokémon platt machen werden. Was? Was fällt euch ein? Das lasse ich mir nicht sagen hier. Oh. Das war nicht so gemeint. Die sehen sehr gewaltbereit aus und alkoholisiert. Du legst echt drauf an, was? Wie du willst, ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken vor nichts zurück, um ihrem Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Lass mich raten, ihr seid alle Jungfrauen? Aber okay, kommt her, Mann. Einfach ein Ravigator. Nicht schlecht, Bruder. Aber das kriegen wir hin. Denn meine Pokémon haben teilweise neue Attacken. Rampos zum Beispiel, ultra stark und noch stärker, wenn wir entsprechend schwerer sind als der Gegner. Aber aua! Das war gerade ein böser Volltreffer. Müssen wir aufpassen. Ravigator lebt noch. Und ich glaube, ich kann bei Sandgrab nicht auswechseln, ne? Oh, dammit. Ja, aber es war ein Crit. Wenn er mich jetzt nochmal damit angreift, denke ich, überlebe ich das. Oder? Oh, es ging daneben. Digga, was ein Glück. Sheesh. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher habe ich die Attacke? Und weitere. Dank euch weiß ich wieder, dass man in jedem Pokémon Center einen Attackenerinnerer hat. Da habe ich mir so einiges gegönnt. Boah, erst breche ich einen Streit vom Zaun und dann verkacke ich's. Was eine Blamage. Das hätte aber auch echt schief gehen können gerade. Ey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihr, dass Team Yell immer zusammenhält. Oh, warte, ich muss alle besiegen? Geht klar, Kumpel. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einer Hotellobby zu kämpfen? Verdammt! Tatsächlich. Und da sehen wir auch schon, wen dieses Team Yell anfeuert. Hutzasa. Das ist auf jeden Fall ein Pflanzen-Pokémon. Und um Raja zu schützen, wechseln wir mal lieber aus. Ich denke, dass Eispona da noch die besten Chancen hat. Aber ist halt schon verletzt. Oh Mann. Naja, ich will mich halt nicht jedes Mal heilen. Das wäre lame. Aber noch haben wir Glück, dass die Level nicht anziehen. Ich glaube, das ist erst ab Level 10 der Fall. Das hat man auch ganz gut
bei dem Barista in dem Kampfcafé gesehen. Da habe ich nämlich nachgeschaut. Der hätte normalerweise einen Pokémon auf Level 10 eingesetzt, aber er hatte eins auf Level 12. Heißt für mich, ich glaube, der Multiplikator schaltet sich erst ab 10 ein. Wichtige Level-Ups. Oh, sorry, diese Schickimicki-Atmosphäre hier hat mir wohl das Hirn vernebelt. Was für Schickimicki, das ist hier ein 2-Sterne-Hotel. Ich fühle mich in diesem Nobelschuppen einfach nicht wohl. Sonst hätte ich nie verloren. Ja gut, für sie ist es halt ein 5-Sterne-Hotel, ne? Was ist denn das für ein Lärm, Nomina? Ich dachte, du willst nur einchecken. Moment mal, hast du hier etwa die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee. Pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Aber vorher heile ich noch deine Pokémon. Oh, das kommt jetzt genau richtig, Mann. Vor euch steht Arena Challenger Hop, der nächste Champ der Galar-Region. Bruder, bitte trag trotzdem nicht zu dick auf, ja? Los geht's. Jetzt heißt es 2 gegen 2. Okay. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir Ole. Ihr wimmert dann maximal noch Oh nee. Ja, das war jetzt zwar nicht witzig, aber hat zumindest einen kleinen Teil deiner Intelligenz wiedergespiegelt. Raupi ist kein Gegner, aber diese Mauzi-Entwicklung, was ist das nochmal für ein Typ? Stahl, oder? Ich glaube, der war Stahl. Ja, aber ihr merkt es auch immer wieder, ich habe halt wirklich super vieles von Pokémon Schwert und Schild vergessen. Ich habe auch schon viel Blödsinn geredet. Ja, es greift alle an, egal. Zum Beispiel die Vierfachschwäche von Pandragro ist natürlich nicht Kampf, sondern Fee. Das war ein Fehler und im letzten Part auch völlig lost. Hirashima Nafi genannt. Aber das war einfach nur ein Denkfehler. Also ich kenne das Pokémon natürlich, aber habe die Namen verwechselt. Liegt auch an meiner Krankheit derzeit. Ich muss echt sagen, ich bin sehr angeschlagen, schwitze ständig, die Magenkrämpfe sind permanent. Ich hoffe, dass dieses Magen-Darm-Problem bald aufhört, damit ich mich wieder komplett konzentrieren kann. Aber trotzdem werde ich immer wieder Fehler machen im Pokémon. Deswegen ist es bei mir auch so spannend hier. Es werden sicherlich einige Pokémon sterben aufgrund von dummen Entscheidungen oder Schwächen, die ich vergessen habe. Gibt natürlich auch einige Kritiker dieser Nuzlocke, wie es halt immer ist. Ich werde im nächsten Part dazu Stellung beziehen. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das hier schaffen. Sieht aber ganz gut aus. Raupi zu besiegen sollte jetzt auch nicht die große Kunst sein. Ah, guck mal. Macht sogar das Botugel von Hopp. Ah, nein! Das ist eine Attacke, die kann entweder heilen oder Schaden machen, glaube ich, ne? Mann, Hopp, du bist so ein Knecht. Aber wie kann es sein, dass dieses Raub hier noch steht? Respekt, ey! Wirklich. Unironisch. Gute Leistung. Boah, Mann, das kann's nicht sein hier. Weg mit euch, Versager. Ich glaube, ihr solltet in eine Ausnüchterungszelle. Jetzt habt ihr allen Grund zum Jubeln und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary? Wir... Was machen denn all meine Tier-3-Subs hier? Ich verstehe ja, dass ihr mit den anderen Arena-Challengern auf Kriegsfuß steht, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Nehmt es diesem Haufen Sims bitte nicht übel. Das sind meine extremen Fans. Sie nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Arena Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Ja, sieht so aus. Na los, ab mit euch. Geht nach Hause. Und damit meine ich nicht von meiner Haustür rumlungern. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne.
Deshalb behandeln sie die anderen Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist also auch Arena-Challenger und Twitch-Streamerin? Und du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, da werde ich glatt neidisch. Ich habe keinen einzigen Tier-3-Sub. Oh. Das ist belastend. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Ich kann mich nur entschuldigen. Ja, okay, gut. Kann mal vorkommen, ne? War ja ganz lustig. Guten Abend und herzlich willkommen im Knospi-Inn. Du bist Arena-Challenger, ne? Ja. Ah, du bist Domina, ne? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ja, ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe von vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich habe fast keine Luft bekommen. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Ich glaube, der hat die ganze Zeit Angst gehabt, dass sein Bossanzug schmutzig wird. Okay. Dann haben wir ja unser hübsches, gemütliches Zimmer bekommen. Und ordentlich durchgeschlafen. Guten Morgen! Ab heute wird's endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm, Domina, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Ich bin gerade erst aufgestanden. Du kannst froh sein, wenn ich dahin torkle. Aber rennen werde ich ganz sicherlich nicht. Außerdem möchte ich noch ganz kurz nach oben, denn im Zimmer ganz links können wir noch ein Item abstauben bei diesem Boy. Ich habe in der Naturzone etwas glitzern sehen und bin gleich hin, um es mir anzusehen. Rate mal, was es war. Sternstücke, ganz viele davon. Hier, ich gebe dir eins ab, weil ich bereits reich bin und das eh nicht brauche. Warum treffe ich solche Leute nicht in Real Life? Im Pokémon-Supermarkt kann man Sternstücke teuer verkaufen. Von dem Geld kaufe ich mir neue Kleidung bei Versace, Louis Vuitton, Gucci und diesen tollen Hut, den ich letztens gesehen habe. Ah, apropos, ich habe mir auch neue Sachen gekauft, seht ihr ja hier. War super teuer. Ich habe jetzt fast kein Geld mehr. Es war, glaube ich, Burberry teilweise. Und ja, No Name. Für mehr hat das Geld nicht gereicht. Hoffentlich ändert sich das bald, wenn wir Champ sind. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Arena Challenger. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Ja, kannst du mal machen. Gut, dann lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mir. Da wären wir auch schon. Das Arena-Stadion. Viel Spaß bei der Eröffnungszeremonie. Ich wollte eigentlich noch vorher was machen, aber okay, dann haken wir erst die Zeremonie ab. Ist ja auch das Wichtigste in diesem Part. Auf geht's! Du bist Domina, ne? Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du eine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Wofür habe ich jetzt meine teuren Sachen gekauft? Die 12. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Und die Trikotnummer 12 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Ultra Hype! Meine Damen und Herren! Ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region zu eröffnen. Die Arena-Challenge! Jawohl, die Arena-Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arenaleiter behaupten. Nur, wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter.
Jero, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Oh mein Gott, ist die Gallenficker. Der unauslösliche Feuerveteran Gabu. Galas Experte für Geister-Pokémon, Nio der Schweigsame. Popella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Das ewige Eis Mel. Und der stärkste aller Arenaleiter, Roy der Drachensturm. Einer der Arenaleiter fehlt heute leider. Aber dies sind sie. Der ganze Stolz von Galar, unsere Arenaleiter. Hat er auch Magen-Darm? War eine schöne Aussicht, oder? Ich fass es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden? Habt ihr neue Follower bekommen? Endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Rose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt, mit der ich Milliarden verdient habe und den halben Planeten kontrolliere. So wie es jeder große CEO tut. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Multimillionen-Dollar-Termin. Macht's gut. Ja, da habe ich Verständnis. Kein Thema. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele. Nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen, Lumina. Die Arena von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Turffield. Da kommt man über Route 3 hin. Arena Challenge. Bei der Arena Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena im Kampf bezwingen. Klingt doch cool. Also los. Domina, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Ist das so? Hoffentlich 1 Million Dollar. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier hast du ein Geschenk, einen Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Jo, steht ja auf mich oder was? Wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kramer schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du schon besucht hast. Wenn du als nächstes nach Turffield willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Alright, alles andere wäre ja auch langweilig. Oh, guck mal, wie die uns alle hier verabschieden. Das ist ja sehr nett. Meine ersten Fans.
Ich werde sie in besonderer Erinnerung behalten. So, jetzt wollen wir hier aber noch eine kleine Sidequest machen. Oder war es der andere Junge? Der war's, okay. Was mache ich jetzt nur? Mein Pickelchiller ist weg! Was ist da los? Was? Du hilfst mir, meinen Pickelchiller zu suchen? Danke! Mein Pickelchiller liebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Es versteckt sich also bestimmt irgendwo, wo es ungestört planschen kann. Aber gibt's so einen Ort in Engine City überhaupt? Es hat einen etwas seltsamen Ruf. Es macht immer Pfie. Wenn du das also hörst, pfeif doch mal. Ist es nicht ein bisschen traurig, dass er sich fragt, ob es in Engine City überhaupt eine Möglichkeit zum Planschen gibt? Ich finde, allein das zeigt schon, was für eine verdreckte Stadt es ist. Aber soweit ich weiß, ist das Pickelchiller hier irgendwo. Bei den Brunnen. Ah ja. Ja, aber wo? WTF? Ich? Ein Pickelchiller? Nö, ich bin nur ein Mensch. Tja, mir hat es wohl rausgekommen, dass ich hier heimlich vor mich hin plansche und ab und zu reinpisse. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Man trifft ja nicht jeden Tag neue Leute. Was zum... Jetzt gibt ihm ja auch noch das Tafelwasser, wo er reingepisst hat. Naja, trinken ja meine Pokémon, nicht ich. Dann mach's mal gut. Der Mann ist nach Hause gegangen. Der sollte lieber in die Psychiatrie, glaube ich. Aber ich habe eine weitere Vermutung, warum er da drin ist. Ich glaube, der Bree will die ganzen Münzen rausholen, die die Leute mal reinschmeißen in den Brunnen. Was ein dreister Sack. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt zurückgekommen von alleine, aber ist es nicht. Dann ist das Pickelchiller vielleicht in dem anderen Brunnen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich war jetzt nur mega verwirrt wegen der Sache mit dem Mann. Ah ja, tatsächlich. Ach krass. Da ist das vermisste Pickelchiller. Es ist zum Jungen zurückgekehrt. Ja, tipptopp. Siehst du, dann haben wir doch noch die Sache geregelt hier. Wunderbar. Und wir holen uns auch jedes Mal einen neuen Applaus ab. Man kann nie genug haben. Zuspruch stärkt das Selbstbewusstsein. Mein Pickelchiller ist wieder da. Vielen Dank, dass du es gefunden hast. Hier, ich möchte dir das schenken, weil du mir beim Suchen geholfen hast. Ein Halsspray? Erhöht bei Einsatz einer Lärmattacke den Spezialangriff. Oh. Okay, interessantes Item. Das nehme ich doch gerne an mich. Und dann steppen wir einmal hier hinunter. Ich glaube, da ist auch noch was im Eck. Ja, genau. Kapsel X-Genauigkeit nämlich. Und ich glaube, da unten ist noch eine TM. So wie ein NPC, den man ansprechen sollte, nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Da kann man dann eine ultimative Attacke erlernen. Aber mir geht's um die TM02 Zahltag. Oh, und wartet mal. Man kann hier angeln. Das heißt, wir haben hier einen Encounter. What? Okay. Die Angel hat man von Anfang an. Also ziehen wir uns... Oh Gott. Einen Engine City Encounter. Das passt gut, oder? Melmetal. Es passt wirklich gut zur Stadt, aber nein, danke. Flucht gescheitert? Hör auf, Digga, lass mich. Erstens habe ich schon einen Stahl-Pokémon, zweitens hatte ich den auch schon mal gehabt in Pokémon Let's Go Pikachu, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir das Pokémon schon mal trainiert und nee. Klar könnte ich jetzt damit einen weiteren Platz in meinem Team fürs Erste füllen, um sicher zu sein, aber nee. Habe ich gerade einfach keine Lust. Auf Route 3 haben wir dann ja nochmal die Möglichkeit. Oder in der Naturzone. So, Seidenschal erhöht Stärke von Normalattacken.
Das können wir sicherlich auch gebrauchen. Pokepuppe nehmen wir mal mit. Muss jetzt nicht sein, aber wenn sie rumliegt, dann nehme ich sie noch mit. Ey, diese Stadt ist riesig, Mann! Und so cool designt. Ich liebe das. Im Bahnhof haben sie auch, aber da gibt es jetzt nichts Wichtiges für uns. Dafür jedoch hier unten. Zur Rechten weiß ich noch, dass es hier im Eck ganz gut versteckt ein Schattenglas gibt, welches Unlichtattacken verstärkt. Ja, oder Schattenbrille heißt es mittlerweile. Früher hieß es Schattenglas. Zu meiner Zeit, als ich noch jung war. Ja. Und ich meine, hier ist noch ein unsichtbares Item. Oh ja, Vitalkraut. Aber das kann ich in dieser Nuzlocke nicht verwenden. Wird daher verkauft. Da drin ist, glaube ich, ein Shop, wo man sich neue Uniformen kaufen kann. Aber dafür haben wir kein Geld und es muss auch nicht sein. Sparen wir das Geld lieber. Oh, wie süß. Ja, die Details mit den ganzen Pokémon, das ist schon toll. Kann man echt nichts sagen. Das macht Pokémon Schwert und Schild richtig, richtig gut. Und in der nächsten Folge geht es dann endlich richtig los. Wir sind jetzt mit dem Tutorial im Großen und Ganzen durch. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Jetzt geht's los mit der Arena-Challenge und der Nuzlocke-Challenge. Und ich werde im nächsten Part dann auch nochmal ein bisschen über die Regeln sprechen, weil ich einige Dinge im Vergleich zu meinen früheren Challenges geändert habe und ich erkläre warum. Bis dann und ciao.